Hallihallo und herzlich willkommen zum neuen Unboxing auf The Freaky Channel zu einer Disney Blu-ray. Diesmal haben wir uns Susi und Strolch vorgenommen. Ist als Diamond Edition endlich erschienen, wieder nach 6 Jahren. Offizieller Verkaufstermin ist ja der 9. Februar 2012, also dem Donnerstag, kurz vor Valentinstag, denn Disney hat sich gedacht, wenn wir mal einen Disney-Titel jetzt, der zu, passt, zu einem Feiertag rauszubringen, dann ist es Susi und Strolch zum Valentinstag, der ja halt am 14. Februar ist. In Amerika ist der Film heute erschienen, am 7. Februar und in UK, also United Kingdom, schon meiner Meinung nach am 3. oder 4. Februar. Bei uns ist der offizielle Verkaufstermin halt am 9. Februar, aber wir haben ihn jetzt schon am Dienstag, den 7. Februar, bei Saturn bekommen, um die Mittagszeit. Gab es den da schon, wir haben uns den abends geholt, also ich. Ist auch für 17,99 € dort erhältlich gewesen. Ein ziemlich gutes Angebot, was man ja eigentlich erst hat, wenn Disney Diamond Edition etwas länger draußen ist. Bei König der Löwen ist es ja sogar immer noch bei ungefähr 20 bis 22 Euro. Ja, also wir sehen hier das Cover. Steht wieder hier natürlich Diamond Edition, auch wieder mit Blu-ray und DVD. Es gibt in Deutschland nur eine Version der Blu-ray und dann haben wir halt noch die DVD, die eine Disc hat. In Amerika gibt es 4 verschiedene Versionen. Dort gibt es einmal die DVD-Version, dann die Blu-ray-Version, die wir hier haben, auch mit blauem Rahmen und DVD. Dann nochmal die Blu-ray plus DVD in einer DVD-Verpackung. Und dann nochmal eine Diamond Edition mit goldenem Rahmen, mit DVD, Blu-ray und Digital Copy. Ja, der Film erschien 1955 und die erste DVD-Veröffentlichung war im Februar 2006, meiner Meinung nach. Und so sind es genau 6 Jahre her, dass er wieder erscheint oder erschien und jetzt wieder nach 6 Jahren erscheint. Ja, was haben wir denn hier? Wir haben jetzt auf dem Cover halt, wie wir hier sehen, nur Susi und Strolch zu sehen und dann halt einer von den Italienern von dem Restaurant, wo sie auch ihre erste Romanze haben, FSK-Flatschen. Und wir sehen, gucken uns mal kurz die Rückseite an, beziehungsweise ich werde erstmal die Folie entfernen. Ja, deswegen wird es eine kurze Unterbrechung geben. Ach, ich kann es einfach so machen. Ich packe sie dann mal aus. Das heißt, du kannst wieder schneiden, Paul. Das wird dir Spaß machen. Ja. Also es gibt hier halt diesen Streifen, wo man das halt aufmachen kann. Ich habe zwar hier unten schon geöffnet, aber es ist egal. Ich mache es trotzdem. Ist einfacher. Oh, ja. Da ist der Preis flöten gegangen. Scheiß ich drauf. Dann hebe ich ihn diesmal nicht auf. Ja. Ja. Also ich habe den Film auch damals als Kind gesehen. Schon lange her. Wir haben auch wieder einen Sticker hier drauf. Da habe ich euch. Ja, da ist noch Folie dran. Hier ist noch der Sticker drauf, den werde ich auch mal entfernen. Ja, so, hier sieht man jetzt das Cover. Ich finde es auch ehrlich gesagt viel langweiliger als das US-Cover der damaligen erschienenen Platinum-Edition, wo wirklich Susi und Strolch in der Mitte drauf waren. Im Hintergrund hat man dann die beiden Italiener gesehen und dann oben noch die Siam-Katzen. Dann auch noch noch diesen einen kleinen Hund, da den blauen, und noch die anderen Charaktere, die doch im Hundeknast noch zu sehen sind. Und Susi und Strolch waren halt eingerahmt. Also das ist wirklich eine viel langweiligere Version. Ja, so würde ich auch sagen, dass das Cover, naja, es ist okay. Es hat auch wieder so einen schönen Prägedruck, wie man das hier auch so sehen kann. Das ist auch wieder ganz knuffig. Und die Zeichnung sieht auch sehr ähnlich der Platinum-Zeichnung. Also ich würde fast meinen, die haben da die alte Zeichnung genommen. Und wenn sie doch eine neue gemacht haben, haben sie sie nur sehr leicht abgeändert von Susi und Strolch. Ja, dann haben wir hier nochmal den Blu-ray-Rücken. Und ja, man sieht hier auch Susi und Strolch abgebildet zusammen. Was machen die? Man sieht sogar, wie sie zusammen Spaghetti futtern. Also wenn man es jetzt nicht richtig sieht. Ja, und wir haben wieder auch Englisch und Deutsch in DTS HD 7.1, wobei Englisch in DTS HD MA, also Master Audio, vorliegt und Deutsch ist nur in DTS HD HR, also High Resolution. Wir haben auch nur ein bisschen zusätzliches Bonusmaterial dabei. Das sind gerade mal der Audiokommentar mit Walt Disney Story Meeting, also eine historische Rekonstruktion von der Storybesprechung von damals mit Walt Disney, von Susi und Strolch. Eine Einführung von Diane Disney, also die Tochter von Walt Disney und spricht halt über das Leben damals mit Walt Disney und über das Schaffen des Films.
und dann halt noch älteres Bonusmaterial von der Platinum-Edition, das diesmal nicht mit den Disney World per Internetverbindung aufgerufen wird, sondern direkt auf der Blu-ray drauf ist. Würde ich auch sagen, da haben sie mal was draus gelernt, weil die Ladezeiten beim alten Bonusmaterial waren sehr nervig. Ja, das meiste auch vom Platinum-Bonusmaterial ist auch mit drauf auf der Blu-ray. So, dann sehen wir hier nochmal das Cover. Es ist wirklich nochmal gegenüber dem Pappschuber bzw. der Slipcase nochmal um einiges heller. Nichtsdestotrotz ist es genauso langweilig. Man sieht hier auch noch ein bisschen mehr lila. Also ich hätte mir wirklich ein schönes Cover gewünscht. Aber naja, man kann nicht alles haben. Ne? So, man sieht auch hier unten ist wirklich nur so ein Bildchen. Man hätte auch noch einen Bildvergleich zeigen können von der Blu-ray. Ist halt, ja, mehr recht als gut. Man sieht auch wieder hier, das Bonusmaterialkästchen ist ein bisschen größer geraten. Ja, das zeigen wir mal hier. So, das ist die DVD. Ist diesmal nicht silber, sondern auch weiß gehalten, so wie auch bei Die Schön das Biest auch in weiß gehalten. Bei Phantasia war es ja silber, aber das war ja dann auch keine keine Diamond Edition, sondern eine normale Special Edition. Und die Blu-ray. Ich habe bei der Blu-ray jetzt auch schon reingeguckt. Die Bildqualität ist eigentlich, ja, ganz okay, also ganz gut, ganz nett. Ist weiß, kein Wendecover. Aber sie ist nicht so herausragend wie auch bei Alice im Wunderland auf Blu-ray oder auch natürlich König der Löwen ist ja neuerer Titel. Aber ja, es fehlt noch der kleine Pep. Also ich würde dem Bild so, ja, gerade so noch 4 von 5 Sternen geben. Aber es ist halt nicht ganz perfekt. Es wirkt noch leicht unscharf, weil damals mit Breit, nennt man das ja, Widescreen-Linsen aufgenommen wurde. Und das nimmt einen doch schon ein bisschen die Schärfe, wenn das Bild so gestreckt wird, wie auch immer. Disney-Code wieder. Die Box gibt's nicht, wollte ich nochmal sagen. Gab es auch wahrscheinlich nie. Und den Disney-Code könnt ihr euch ruhig angucken. Der ist schon angemeldet. Und wieder der Zettel. Oh, das ist Sticker drauf. Wie magisch. Ja, und ja, viel gibt es eigentlich nicht zu erzählen. Also das ist, man kann noch sagen zu den Susi-Sträuch, dass das der erste Widescreen-Disney- Langzeichentrickspielfilm ist. In herausragenden 2.55:1, also noch breiter als Herr der Ringe. Und das Breitbildformat wurde wirklich nochmal neu entdeckt. Das gab es ja schon zu Stummfilmzeiten in den 20ern. Es wurde aber nochmal neu erschaffen sozusagen, um der Fernsehkonkurrenz zu machen. Weil die Fernseher sind ja langsam aufgetaucht und die haben halt langsam die Leute vom Kino weggehalten, sondern sie zum kostengünstigeren Fernsehprogramm gelockt. Und da mussten sich die Leute was Neues einfallen lassen, dass halt das Kinoprogramm pompöser machen, die Kinos wurden größer, das Bild wurde breiter, der Sound wurde besser. Und der Film lag ja auch schon damals, wenn ich mich recht entsinne, in Stereo vor. Und ja, und die Animation hat sich auch nochmal stark verbessert, muss man sagen. Also es ist schon ein Sprung von Cinderella zu Susi und Strolch. Und während Susi und Strolch erschienen ist, wurde ja schon ein paar Jahre an Dornröschen gearbeitet. Und der Film war dann auch genauso breit, wurde aber auf einen größeren Filmformat aufgenommen. Und der Film wurde halt auf 35 mm aufgenommen. Und dann wurde der Film halt gestreckt, halt aufs Bild gebannt, sodass es langgezogene Köpfe gab. Und dann wurde es für die Kinoleinwand in die Breite gezogen, damit das dann in vollem Maße hat und auch breit sein konnte. Und so entstand halt das breite Bild. Ja. Gibt es noch was zu sagen? Eigentlich nicht. Also der Ton wurde gut überarbeitet. Bild sieht auch ganz gut aus. Extras sind viele da mit ein bisschen Neuem. Und ich würde sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, den Film zu kaufen. Ja, mal sehen, wie es damit Cinderella wird. Genau, das war's dann von mir, von Paul. Und auch von Paul. Tschüssi. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.